deutlich in der Naturaltauschwirtschaft? Was sind die Probleme dieser Naturaltauschwirtschaft, die wir uns gerade vereinfachend angeschaut haben? Zunächst mal haben wir ein Informationsproblem. Das heißt, wir hatten dort gerade eine sehr schöne Tabelle, wo Angebot und Wünsche sehr schön zusammengefasst waren. Aber im wahren Leben gibt es selten solche Tabellen. Allerdings einschränkend muss man dazu sagen, das Internet löst hier einige Informationsprobleme. Das heißt, dort gibt es ja eben solche Börsen. Aber wenn wir das Internet weglassen, dann haben wir ein Informationsproblem. Ich habe einen Kreis und brauche ein Dreieck, aber wer um Himmels Willen hat das, was ich brauche und braucht das, was ich habe? Das ist mein Informationsproblem. Dann habe ich ein Lagerproblem. Ich muss mein Dreieck, mein Kreis, mein Viereck oder was immer ich an Produkten habe, ja aufbewahren. Ich brauche also ein mehr oder weniger großes Lager, je nachdem, wie groß diese Produkte sind. Möglicherweise muss dieses Lager eine Kühlung haben. Möglicherweise sind meine Produkte lebende Tiere, die ich eintausche. Schließlich hat das mal so angefangen, wenn wir in die Geschichte schauen. Also ich habe ein Lagerproblem mit all den Problemen, die da hinten dranhängen, wie Kühlung, Fütterung und so weiter. Dann habe ich ein Transportproblem. Wenn meine Produkte, meine Dreiecke, Vierecke, Kreise zum Beispiel sehr schwer sind oder schwer zu transportieren aus anderen Gründen, nicht nur aufgrund des Gewichtes, dann habe ich ein Transportproblem. Und wenn wir die Prämisse der Wertäquivalenz auflösen, wenn wir also sagen, das Dreieck ist etwas anderes wert als das Viereck, dann habe ich noch ein Bewertungsproblem. Und dieses Bewertungsproblem kann zu Teilbarkeitsproblemen führen, wenn ich zum Beispiel eine Kuh gegen ein Schaf tauschen möchte, man aber aus irgendwelchen Gründen zu dem Ergebnis kommt, dass die Kuh so viel wert ist wie anderthalb Schafe, dann habe ich da ein gewisses Bewertungsproblem und damit auch ein Teilbarkeitsproblem. Und damit